Mahlzeit. Doch, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von unserem fantastischen Fallout 76 Let's Play. Sehr kontroverses Spiel. Trotzdem habe ich irgendwie Spaß dran. Ich weiß auch nicht warum. Ist natürlich so, natürlich sehe ich auch die Schwächen. Ne? Ich bin ja nicht blind auf beiden Augen. Aber... wenn es Spaß macht... was soll ich machen? So, Personenverzeichnis bringt mir nichts. Wir suchen immer noch nach Heilmittel. Welches wir brauchen, damit wir damit wir endlich diese Krankheit loswerden, die uns die ganze Zeit den Hunger macht, beziehungsweise den Meerhunger macht. Die Rezepte kennen wir schon. Hm. Nö, ist klar. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Ich muss mal sehen. Einfach da hineinsprechen? Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Bin ich laut genug? Okay. Hallo. Hallo. Was genau soll ich sagen? Vielleicht gibt es ja da unten in dem Farmlabor diese Pflanzen, die wir brauchen. Ja, erzähl einfach ein bisschen darüber, wie du hergekommen bist und über dein Leben. Das hier ist ein historisches Dokument. Ah, Mensch, das sind ja auch schmissige Dialoge. Da gibt's ja nichts. Okay, also... ich bin jetzt seit 9 Tagen trocken. Seit 9 Tagen hier. Mein Name ist Tabitha. Und das ist meine Geschichte. Gerade habe ich alles erfahren. Der Krieg, die Bomben. Wir sind jetzt klar geworden, dass das alles wirklich passiert ist. Jahrelang hatte ich wegen der Kämpfe Halluzinationen. Das hat meinem Leben geschadet. Einen schlimmeren Trip kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich wach genug war, um nach Nahrung zu suchen, fand ich mehr Kämpfe. Und nun ja, ging es immer weiter. Der Wahnsinn, mein Gefährte. Ohne die Responder würde ich immer noch herumziehen. Gegen riesige Ratten kämpfen und im Müll wühlen. Die Responder sind gute Leute. Der Arzt in der Kirche hat mir einige Medikamente gegeben, die mir helfen. Es gibt auch eine Gruppentherapie und... ja, das ist gut. Das alles hilft mir. Aber ihr solltet nicht in die Berge gehen. Die Leute da manipulieren euch nur. Und dann macht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht wollt. Leuten wehtun. Und es gibt so viele Camps da oben. Ich war zu lange dort und
konnte nicht richtig denken. Er konnte einfach nicht. Schon okay, Tabitha. Weißt du noch, was wir in der Gruppe gesagt haben? Nimm dein Addicte und ruh dich aus. Denn es wird bald alles besser. Es ist okay. Wir sind für dich da. Ja, ich nehme es. Sobald es mir besser geht, schreie ich aber nach Westen auf. Weg von hier, weg von den Camps, von allem. Mir geht es von Tag zu Tag besser, aber die Jahre mit den Camps, die Strahlung, den nächsten Dreck, tauschen sein Tribut. Ich lege es wieder hin. In Ordnung? Okay. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Tabitha. Jetzt ruh dich aus. Alles wird gut. Du bist jetzt in Sicherheit. Ja, meine Hoffnung war, dass wir hier irgendwie Pflanzen finden, die uns weiterhelfen. Moment. Sieht alles hier eher tot aus. Beziehungsweise untot. Beziehungsweise nach kleinen Mini-Robotern. Aber ja, weißt du, so das. Man geht in ein Gewächshaus und in dem Gewächshaus drin würde sich das befinden, nach meiner Vorstellung, aber dem ist offenbar nicht so. Ich meine, die sind auch coole Sachen, aber. Hat irgendjemand hier einen in die Kiste gesperrt oder was ist hier los? China-Roboter, der kennt sie nicht. Huch. Alter, die hauen ganz schön rein. Hab ich das gerade richtig gesehen? Olaf! Was macht denn der da? Also Klebeband haben wir genug jetzt. Also richtig viele coole Sachen hier, aber... Leider wachsen hier die Pflanzen nicht, die wir suchen. Wir gucken mal hier in den Gewächshäusern. More skill needed. Fertilizer. Ja, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, denn ja, nach wie vor haben wir das Problem, dass Parasiten meinen Körper zersetzen, eigentlich immer noch. Warte mal, Statistik. Gut ausgeruht. Gut genährt. Negative Effekte scheinen jetzt nicht anzuzeigen. Vielleicht sind wir mittlerweile geheilt und ich habe es gemerkt. Aber trotzdem brauchen wir dieses Heilmittel. Sonst ist das nochmal passiert. Ne?
Ich frage nicht, was die mit dem Gartenzwerg gemacht haben. Nein, ich frage nicht. Oder was hier sonst noch so passiert ist. Wisst ihr, manchmal will man das nicht wissen. Es gibt diese Momente, da kommt man da drauf, dass das möglicherweise so sein könnte. So, da hinten sind noch mehr von diesen Hangaren. Wir riechen jetzt rein. Huch. Mein Freund! Okay, handeln? Handelndes Futter, legere Unterwäsche, was? Mukubein besser nicht brechen. Die schweren Lille. Sachen nicht wollen selber schleppen. Keine Mods, diverses, Haarklammern. Jelly Muku. Ihr habt doch einen in der Klatsche. Na gut, das war schlecht. Ergebnis gleich 0. Wir haben aber herausgefunden, dass je mehr Steaks wir fressen, je mehr Gewicht tragen können. So ist es nicht tierschützerfreundlich. Normalerweise, wenn wir im Schlachtbetrieb wären, ging das ja so. Mit einem Kopfschuss. Das Problem an der Brahmin ist nur, die hat zwei davon. Ist ein bisschen doof. Die haben wir auch verbessert, aber die lädt ja schneller nach. Das ist schon mal gut. Aber unsere Pflanzen finden wir hier trotzdem nicht, die wir suchen. Aber wir sollten dafür jetzt auch jede Menge vegetarisch können wir jetzt kochen, ne? Sag's nur. Also ab und zu mal hier vorbeizukommen, die Sachen einzusammeln, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So. Gekocht. Tragekapazität plus 20. Ich weiß gar nicht, wo wir so viel Holz aufgeschnappt haben. Ja.
So. Das heißt, wenn wir jetzt mal irgendwann wieder überladen sind, dann fressen wir einfach ein Ribeye-Steak. Dann können wir zumindest teleportieren vielleicht. Wer weiß das schon. Aber jetzt, wo wir auch wissen... wo der nächste Trageding ist, können wir jetzt auch mal eben schnell hier den ganzen Schrott einsammeln und verwerten. Ja, aber das ist ja so ein bisschen das Problem des Spiels. So, wo machst du jetzt weiter? Was ist deine Motivation weiterzumachen? Wieso? Und wenn ja, wie viele? Das weißt du mal halt nicht. Das ist halt der Nachteil, wenn es halt keine fortgesetzte Story gibt, wenn es halt nicht irgendwo entlang einer roten Linie sozusagen weitergeht. Da kann man sich halt viel Spaß machen, aber... ja, aber für so eine Session zwischendurch natürlich auch nicht schlecht. Ist man halt ungebunden. Fehlt dann halt natürlich der, ich will jetzt unbedingt weiterspielen, Faktor. So, was wäre denn die nächste Aufgabe? Also, wir müssen erstmal natürlich wieder unseren Schrott wegbringen. Ich kann es ja doch nicht lassen, weiter zu spielen. Du bist ja nicht. Erstmal zur Tankstelle. Ich würde mich auch nochmal gerne mit dem Lager befassen. Das Problem ist, es ist immer so teuer. Hätte ich gesagt, wir stellen es nochmal auf und gucken uns das nochmal an. Ich glaube ja, auf den Schrott können wir auch eh immer zugreifen, ne? Köterkeule. So, wo hatten wir das denn? Hier irgendwo, ne? So direkt in der Nähe. In der Nähe von der Stadt wäre jetzt mein Gedanke gewesen. Das hat ja vorhin geklappt mit dem Verlegen. Ja, schon sagen. Ich bin auch irgendwie ganz alleine hier im Server. Okay. So, Baumodus. Wieso machen die eigentlich hier
Spielekonsolenmenü rein. Wir sind ja auf dem PC, die Leute. Dem wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Hallo. Das leckt so ein bisschen hier. Schon habe ich hier mein erstes kleines Häuschen. So, wie kann ich jetzt hier... Ich frage mich gerade, wie man eine Tür dann da reinkriegt. Mal gucken. Nachbarn aber auch schon. Was ist das denn für ein Kollege? Steht jetzt neben mir und guckt oder was? Reinigen! Was? Wie ist er durch die kaputten? Ja. Jetzt lernen wir da raus. Wir brauchen dringend eine Decke. Eine zweite Etage, wo dann Abwehrtürme drauf kommen. Die aber, glaube ich, auch gar nicht richtig funktionieren. Wir sind jetzt wieder hier X. Nee. Treppen. Wahrscheinlich wird das ein bisschen klein hier für die ganze Geschichte, ne? Erst ein Dach draufsetzen. Dann die Treppe da rein. Nein. Hä? Sogar kein Loch in dem Dach. Warte mal. So, da sind ja schon die Dachformen. Also Halbdächer gibt's nicht.
Oder wie? Okay. Nochmal, wer hat sich ausgedacht, ein Konsolenmenü für die PC-Version? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Wer war das? Todd, warst du das? Das ist mir ein Rätsel. Kann, verstehe ich nicht. Naja. Geht das jetzt nicht? Hallo? Ach, du sollst doch nur da dran passen. Dann müssen wir ja auch noch so eine künstliche Wand reinbauen, hä? So eine Abstellraumwand. Pass auf. So eine. Auch nicht, weil kein Boden drunter ist. Skisticker. Oder geht das nicht, weil da die Maschine drunter steht? Dann muss man das mal modifizieren hier. Vielleicht geht's so. Wenn da jetzt das Ding nicht drunter steht. Okay, das hängt irgendwie mit der Treppe zusammen. Die kann irgendwie nicht da dran gebaut werden. Ich habe ja gerade, was mit diesen Budgetpunkten da gemeint sein soll. So, Schutz. Was haben wir denn da? Huch. Zaun. Auch nicht. So, Stromanschlüsse brauchen wir auch. Oh.
Hütten können wir schon bauen. Na dann. Haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay. Ja, wohin? Kann man auch eh wunderbar schlafen bei dem Krach. Also, es ist ja herrlich. So. Machen wir so einen einfachen Tisch hier hin zum Essen. Deinen wunderschönen Klappstuhl. Nee, komm, wenn dann richtig, ne? So, jetzt eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig. Das geht quasi nicht anders. Lass mal eben gucken, ob das geht. Ach so, das haben wir noch nicht gefunden. So, dann müssen wir die Baupläne finden. Ich glaube, wir können diese Poster, wenn die in der Welt rumliegen, da können wir die mitnehmen, ne? Kann das sein? Wenn wir das dann schon mal gemacht haben, dann, wenn Sie verstehen. Landwirtschaftssimulator. Gut. Was ist denn das sonstiges? Huch. Ach, so ein Kram. Okay. Licht wird natürlich nur mit Strom gehen, ne? Was brauchen wir denn für den Generator? Ach, läuft einfach so, okay. Na dann.
Geht doch. So, überlegen wir nochmal die Kabel. Hier so, ne? So. Ach, wie legen wir denn nochmal das Stromkabel? Auf jeden Fall können wir schon eine schöne Lampe hier reinlegen. Ja, soviel zum Thema schön. Machen wir mal hier über den Tisch. Aber wie schließen wir die Stromkabel an? Stromanschlüsse müsste das sein, oder? Lichtleitung. Leitung. Wir können wirklich keine Briefversuche markieren. Wir können wirklich keine Kabel legen, ohne dass wir... Das ist krass. Echt krass. Gut, Leute, wir haben ein bisschen überzogen. Kleines bisschen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann irgendwann vielleicht mal wieder. Hier in Fallout 76. Kommt natürlich darauf an, ob ihr ganz viel Daumen gibt, es allen möglichen Leuten weiterempfehlt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.